Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Weiß 2. Ja, im letzten Part sind wir hier stehen geblieben im Schrein der Ernte. Und ja, ich habe ja im letzten Part am Ende noch gesagt, welche Pokémon es hier auftauchen würde. Ich bin wirklich gespannt auf diesen Part, welches Pokémon es wird von dieser Area. Wir gehen aber tatsächlich mal hier rein und werden direkt das Itemrad da mal anschmeißen. Und schauen, dass wir hier ein Calcium finden. Okay. Oben ist gar nichts. Okay. Gehen wir mal in das Haus hinein. Dieser Landstrich steht unter dem Schutz des großen Demeterus. Demeterus hat uns versprochen, hier immer für fruchtbaren Boden und reiche Ernte zu sorgen. Okay. Dann könnten wir ja Barbären hier anpflanzen. Nein, Spaß, das mache ich natürlich nicht. Ich bin mir gerade sehr unsicher, habe ich noch Schutz an oder nicht? Ich könnte sogar... Ohne Mist, ich könnte sogar was versuchen. Und zwar hier im dunklen hohen Gras einen Doppelkampf zu triggern. Und dann könnte ich mir das Pokémon aussuchen, welches es sein wird. Soll ich das machen? Wäre das Schummeln? Ist das Schummeln? Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich ein Schummeln ist. Warum sind die Pokémon-Trainer so schwach? Wenn man erst jetzt dorthin kommt, hätte ich sie schon auf Level 55 mindestens erwartet. Aber Level 43? Level 41? Ist schon ein bisschen unbetrieben. Naja, egal. Wir finishen den Trainer einfach mal ganz schnell. Und somit erreicht unsere Magnetzone auch Level 60. Hatte der nicht drei Pokémon? Egal. Dann sind es eben nur zwei Pokémon. Leuchtstein. Moment. Ach nein, das war für die Entwicklung. Stimmt. Dann würde ich sagen, wir machen Schutz aus und suchen hier einen Doppelkampf. Einen einfachen Kampf. Und es wird Meryl Meryl. Okay, wir sollen tatsächlich ein Azur Meryl bekommen. Was gar nicht so gut ist. Finde ich jetzt. Ich finde es wirklich nicht gut, dass wir ein Meryl bekommen. Warum können es denn nicht andere Pokémon sein? Vor allem zu 10% hätte da nicht noch zu 20% ein Vulpix auftauchen können? Gerade im dunklen Gras? Nein! Ja, Kraftkoloss schon. Übertreibt's noch. Meryl dann auch noch hoch zu trainieren, wird so eklig. Level 38 erst. Alter. Ist es mir abgezogen überhaupt? Naja, egal. Wir schmeißen einfach ein Nest. Oder Netzball. Sollte ja gut sein für Panzer-Pokémon. Wir haben auch mal ein Pokémon, was im anderen Ball drin bleibt. Gut. Dann ist es kein Vulpix, kein Bronzel, kein Marplu geworden, sondern ein Azumarill später. Wo ich sagen muss, Azumarill finde ich jetzt nicht so beraubend, weil wir ja schon genug Wasserpokémon haben. Wir haben viel zu viele Wasserpokémon.
Das ist meine Meinung. Gut, uns ist gerade ein Wasser-Pokémon weggestorben. Ja, ich weiß. Was soll's? Aber trotzdem muss es ausgerechnet ein Wasser-Pokémon sein. Oh, Gottes Willen. Also, heute läuft's gar nicht. Im letzten Part ist Gurgler weggestorben, weil ich es saudämlich geopfert habe. Jetzt fangen wir Meryl noch ein. Alter, oh, das wäre so geil gewesen, aber nein. Der Schneider und Rückkehr. Der Schneider ist ja neutral, also normale Attacke. Rückkehr, das Ding ist weg. Jetzt haben wir ja nur noch ein Wabu. Gleich machen wir auch mit dem Wabu. Dann ist das Ding weg. Ja, dann hoffe ich, dass wir in der Siegestraße wirklich ein gutes Pokémon noch bekommen. Was ich dann natürlich mit hochtrainieren werde. Ich bin mir gerade sehr unsicher. Soll ich jetzt weitergehen? Und zur Siegestraße dann direkt hineingehen? Muss ich aber wahrscheinlich ein sau starkes Team mitnehmen. Also ohne Mist. So, mit so einem schwaches Team kann ich hier natürlich nicht hochgehen. Die Siegestraße Richtung Pokonea. Da brauche ich wirklich Pokémon, die Attacken resistieren, immunisieren, was auch immer. Oder eben sehr effektiv angreifen können in dem Moment. Ja, wir werden es sehen, auf jeden Fall. Es werden wahrscheinlich noch 5 Gen-Pokémon mit ins Team genommen. Aber nur eben für die Siegestraße. Mehr nicht. Ich habe ja schon 2 Level 60er Pokémon. Was ich aber schon mal schauen könnte, wäre hier in die Pokémon-Liga, wie stark tatsächlich die im Hürdenmodus sind. Sie sind sogar Level 60 gerade und der Champ ist auch auf Level 61 bzw. 63. Max Level ist Level 62. Also wir bräuchten gar nicht mal meine Pokémon weiter höher zu trainieren. Dann. Es reicht also auf Level 60. Okay. Bei der erneuten Herausforderung wären wir auf Level 81 bzw. Level 77. Okay. Nahoraum, okay. Brauche ich jetzt natürlich nicht. Das müsste der vorletzte Trainer oder der letzte Trainer sein. Elkos. Alter, was für Pokémon kommt denn hier? Level 41? Willst du mich trollen? Schwierig. Ja, machen wir Flammenwurf, würde ich sagen.
Ich bin mal gespannt, außerdem, ob ich in der Pokémon-Liga ein Pokémon verlieren werde. Also es wird wahrscheinlich ein Pokémon draufgehen. Ob das auch spannend ist, wie in Pokémon Schwarz in der ersten, beim ersten Durchlauf. Ich bin mir relativ unsicher. Ich bin mir wirklich sehr unsicher. Muss ich ganz ehrlich dazu sein. Ja, wir werden es sehen auf jeden Fall. So, nochmal ein Terrabendra. Machen wir auch ganz schnell weg. Ich denn hier ein verwitterter kleiner Schrein. Und mehr steht da wirklich nicht. So, hier finden wir einen Heilball. Brauche ich jetzt natürlich nicht unbedingt, aber egal. Der will nicht kämpfen. Okay. Wir erhalten hier einen Sonnenbonbon. Weiterhin Schutz einsetzen und bitte geh weg. Danke. Nicht, dass er uns noch einsperrt. Und Abitop. Okay. Abitop ist gar nicht mal so schlecht. Werde ich vielleicht für das eine oder das andere Pokémon benötigen. Kann ich jetzt schon sagen. Wenn ich das jetzt schon richtig sehe, in der Pokémon-Liga benutzen sehr viele Pokémon Items. Was ich unnatürlich gerade finde, wie zum Beispiel Überreste. Sehe ich aber erst jetzt die Überreste benutzen. Oh Gott. Danke, Stanwo. So, Proteine finden wir hier nochmal. Wir extrem viel Zeit haben noch. Ich habe ja kein Fliegen. Ich habe ja kein Fliegen. Nicht schön. So, runter. Und mit Fahrrad. Da wir noch sehr viel Zeit haben, werde ich nochmal ein paar Routen abklappern. Mit Kaskade und. Hier finden wir noch ein Item. Perle. Keine Herzschuppe. Schade. Aber vielleicht hier hinten. Ja, eine Herzschuppe. Cool. Und nochmal ein Perle. Okay. Dann könnte ich hier nochmal gucken. Finden wir nochmal eine Herzschuppe. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich bin mir auch relativ unsicher, wie ich das mit Knuddeluff machen sollte. Ja, nee, Knuddeluff, sag ich schon. Pixie. Wir hatten doch Pippi eingefangen. Warum heil ich, wenn ich erstmal mein Violet ablegen müsste? Naja. Obwohl, ich brauche ja kurzzeitig mal Violet noch. Weil ich Kaskade brauche. Wir nehmen aber nochmal Flipper mit. Fürs Fliegen. Setzen erstmal Nachttache ab. Ich werde wahrscheinlich dann nochmal offscreen. Also offline nochmal schauen. Welche Pokémon tatsächlich doch eventuell gut sind für mein gesamtes Team. Und jetzt muss ich erstmal schauen. Warte mal. Hier Hein der Täuschung wäre nochmal was.
Will ich das jetzt machen? Risikoreich ist es schon. Also ich weiß, dass auf jeden Fall hier Beschwörungshöhle. Dahin brauche ich auch Kaskade, aber da würde ich erst nach der Pokémon-Liga hingehen wollen. Denn bei der Beschwörungshöhle, das heißt, die Tiefen in Tiefen dieser Höhle führen einen in die Sinnoh-Region. Ja, die drei legendären Pokémon, Turbot, Selfie, Vesprit sind dort. Aber erst nach der Pokémon-Liga, wie schon gesagt, und deswegen kann ich erst nach der Pokémon-Liga dort hingehen und reden. Deswegen werde ich mal hier gehen und besuchen nochmal alte Städte. Also bis jetzt, Glück hatte ich wirklich noch kein so ein richtiges mit den Encountern. Stoll Junior hatten wir damals verpasst oder nicht eingefangen. Dann, was hatten wir denn auch noch nicht so wirklich? Ja, jetzt, wie ich schon sagt, mit, also, kann ich mich kaum noch dran erinnern, aber auf jeden Fall, Stoll Junior hätten wir eventuell bekommen können. Oh, ein Veteran. Sei bitte nicht so stark. Also, er dürfte nicht über Level 60 sein. 5 Pokémon. Igni. Okay. Ignivor ist. Okay, 53. So cool. Also, wie gesagt, wir hätten so viele coole alte Pokémon finden können. Aber tatsächlich, was habe ich bis jetzt gefunden? Ich habe wirklich nur neue Pokémon gefunden. Das regt mich schon jetzt so ein kleines bisschen auf. Ich könnte aber mal auf die alten Routen schauen. Wie zum Beispiel beim ewigen Wald. Ja? Ewigen Wald ist ja auch so eine Sache für sich. Da finden wir im hohen Gras Janma. Könnten wir dort finden. Also Janmega. Das wäre natürlich auch mega zur Not. Und im Innenbereich könnte man Mundtier nur finden. Ja, das ist ja mega schlecht. Das ist ja mega schlecht. Moment, hat dieses Igniveau gerade unser Blipper vernichtet? Weder. Gut, dann muss Gelabra ran. Gar nicht mal direkt drauf geachtet, wie unser Lieber gestorben ist. Nicht dein Ernst. Den kann Stromstoß. Hau. Weg mit dem. Hätten wir ja noch Route 3. Ja, warten, das ist okay. Mal auch wieder Flammenwurf machen. Route 3 hätten wir. Was hätten wir denn dafür, alte Pokémon? Moment. Es will mich komplett trollen, das ganze Game. Selbst auf Route 3 gibt's keine alten Pokémon. Nur Goldini per Angeln im Schatten. Im Wasser. Oder per Surfen im Schatten Krebskorb. Mal Surfen. Krebskorb. Alter, willst du mich. Dieses Spiel macht einen irre. Du kannst. Guck mal da finden. Terrybark. Fililo, Navitaub, Zeblitz, wo du dir denkst, Alter, es ist Route 3. Ja, okay. Es ist
von den von der alten Generation, also das heißt von der alten Generation von Pokémon Schwarz und Weiß, ein bisschen was übernommen. Gerade die Pokémon-Entwicklungen und so. Aber trotzdem, was soll das? Fililu? Teribat? Und dann auch noch auf Level 55 bis Level 58. Und im dunklen Gras bis Level, von Level 63 bis Level 66. Rollt das denn? Dunkelklaue? Das nächste Pokémon ist gerade mir weggestorben. Alter, ich sollte mich mehr auf die Kämpfe konzentrieren, anstatt irgendwie jetzt schon zu schauen, was wir für Pokémon begegnen können. So richtig reingefällt. Aber mich interessiert es eben, welche alte Pokémon wir finden können. Gut, Skelabra war ja kein altes Pokémon. Von daher ist es noch in Ordnung. Weiß, Matrifol resistiert Elektroattacken. Grundwassersänger, das würde mich auch jetzt mal noch interessieren. Auch da, Zenimantro, Fleckneu, Nalobor, Quapsel, aber gibt's dort. Aber auch nur mit der Superangel. Das gibt's doch nicht. Gibt's wenigstens. Auf der Route 2 müsste das sein. Ja, das ist ja Route 2. Gibt's da neue Pokémon? Beziehungsweise. Nein, das ist gar nicht mal Route 2. Das ist Orion City. Da gibt's auch noch Krebskorb und Goldini. Ja, gar nichts. Ey, und ich merke gerade. Hier so viele Schwächen. Weilot kann ich gar nicht mal einsetzen. Muss mal kurz mein Pokémon heilen. Ich hätte hier tatsächlich nicht hingehen sollen. Es hat mir gerade die Verteidigung gesenkt. Könnte das der letzte Part sein? Falls war das gerade mein Niveau. Ich weiß, ich bin anfällig gegen Käferattacken, aber wir müssen hier. Trotzdem. Ist ja gar nichts. Ich glaube, ich habe ein tierisches Problem gerade. Matrifol geht auch jetzt drauf. Pizza mit Protzer. Dampfwalze noch. Bin mir gerade unsicher. Hat der Trainer noch ein Pokémon? Nein, letztes Pokémon. Donnerwelle. Wir müssen es paralysieren. Wenn das Ding jetzt noch mein Magnetoner vernichtet, habe ich riesengroße Probleme. Also riesengroße Probleme. Ein weiterer Pokémon draufgegangen. Okay. Nein, bitte greif mich jetzt nicht an. Plus 2 Angriff, Dampfwalzer. Okay. Okay. Das war's. Ich werde diesen Part beenden,
Sobald ich gewonnen habe. Energieball. Wir sind schneller, Gott sei Dank. Ich werde den Part jetzt beenden. Wir werden uns wieder an der Siegestraße sehen im nächsten Part. Ihr seht schon, wo es hinausläuft. Ich kann aber trotzdem mit euch nochmal hier über die Frechheit von Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 unterhalten. Warum hier keine alten Pokémon mehr dann auf die alten Ruden kommen. Also das finde ich ja eine Frechheit. Ich gucke nochmal auf Route 2 mit euch. Hier kommen Pummeluff, Schlurp. Okay. Nehme ich noch gut im Kauf. Dummiesel im raschelnden Gras. Okay, nehme ich noch alles im Kauf. Trotzdem, guck mal da und trotzdem noch Teribar, Kleopatra. Nein, nicht dein Ernst. Pures Gras. Ents Pokémon. Wir können Ents Pokémon einfangen, theoretisch. Das ist ja auch einmalig. Ich bin mir aber unsicher, warum ich das machen sollte. Naja. Das Item hier hole ich mir noch. Pflanzjuwel. Pflanz dich mal hin. Route 1, bitte. Route 1. Pummeluff, guck mal da. Telepark. Ja, cool. Was soll ich sagen? Alter Schwede. Es kommen gefühlt keine Feuer-Pokémon mehr hinzu. Also wir können keine Feuer-Pokémon mehr einfangen. Ich kann nur noch mal schauen, ob mir... Moment mal. Das müsste theoretisch die Route 8 sein. Können wir da... Lunschlik, Membrane, Klibunkel. Klibunkel wäre okay. Könnte ich sehr gerne einfangen. Da kann ich gar nichts einfangen dort auf der Route. Interessant. Außer im Wasser. Schmerbe könnte ich dort einfangen. Wasser im Boden. Trotzdem, das ist. Also, ich finde es wirklich eine Frechheit von Pokémon. Wenn sie schon eine Erweiterung machen, wie namens Pokémon Schwarz 2, Weiß 2, hätte ich schon. Und die führen dann den nationalen Pokédex ein oder beziehungsweise erweitern den Pokédex. Hätte ich mir schon mehr erwünscht an älteren Pokémon und weniger die neueren Pokémon. Aus der fünften Generation. Also wie schon gesagt, eine kleine Frechheit ist es schon. Dann muss ich wahrscheinlich neues Team zusammenbauen. 5 Pokémon sind ja in diesem Part oder heute. Heute ist wirklich nicht mein Tag. Wie gesagt, im letzten Part Gokla weggestorben. Ich finde es schade, traurig, theoretisch. Und dann jetzt auch noch 5 weitere Pokémon in diesem Part weggestorben. Erst Pylord. Dann Philippe. Dann Skelava. Skelava, sage ich mal, okay. Aber trotzdem. Hadrifool danach. Oder was? Nein, erst Magnetzone. Magnetzone war auf Level 60. Dann Matricool. Nein, erstmal. Ich mich jetzt nicht mal daran erinnern. Kurzzeitgedächtnis. Hauptdank. Also, wir haben 3 Feuer-Pokémon bis jetzt und 1 davon ist ein Starter-Pokémon verloren.
Habe ich noch ein paar Feuer-Pokémon? Ich guck, ich guck. Nein. Ein einziges Feuer-Pokémon. Cool. Also, wir nehmen doch mal Naftar mit. Die große Frage ist jetzt, von den Wasser-Pokémon her, welches wäre mit am besten? Also, Lust-Innet ist gar nicht mal so schlecht. Angriff und Spätzangriff ist ja mieser. Oh, oh mein Gott. Speckschicht. Ein Typ Feuer und von Eis. Die Attacken werden halbiert. Oder wird eben sehr stark gesenkt. Gut, Feuer würden wir resistieren, Eis würden wir selbst resistieren. Ich bin mir gerade sehr unsicher. Meryl. Wir gucken nochmal Meryl. Wir bauen jetzt das Team tatsächlich nochmal ein bisschen aus. Wo bin ich denn hier jetzt? Bin ich dämlich? Hier. Finde ich natürlich nicht. Muss ich hier hinklicken und dann aber jetzt hier. Zumer. Kann es stark werden? Angriff 50, Spätzangriff 60. Sehr, sehr schwach. Also gute Verteidigung hat es auf jeden Fall. Aber trotzdem, das Ü-Ei, sag ich mal, also Azumarill wird gar nichts drauf haben. Corazon. Also es sieht dann wie Corazon aus, nur dass es ein bisschen schneller ist. Schwierig. Entoron könnten wir mitnehmen, hat gute Stats, alles über 100. Aber ich würde sagen, wir nehmen mal Bamelin mit, auch wenn es wirklich miese Verteidigung hat. Es ist dafür relativ schnell, also wir greifen immer als erstes an. Ich werde also Bamelin mit ins Team nehmen, hochtrainieren. Dann würde ich tatsächlich dieses Pokémon mitnehmen müssen. Bei diesem Pokémon bin ich mir gerade sehr unsicher. Vanette ist ja... hat minus Angriff. Schwierig. Ist von Typ Geist. Schwierig. Wir haben jetzt ein pflanzige Pokémon, wir haben Unlicht, wir haben Psychogestein, wir haben Wasser. Ich würde sagen, wir nehmen noch Bodenstahl-Pokémon mit. Gift, Pflanze habe ich, Psycho habe ich. Kampf-Pokémon wäre ja gar nicht mal so schlecht. So theoretisch noch Flug-Pokémon. Ich bin mir gerade sehr unsicher. Ich muss noch mal schauen. Lunastein. Es hat Schwebe, also Bodenattacken sind wir immun. Kampfstein wird nämlich neutral getroffen. Hat aber eine Käfer, Gestein, Stahl, Wasser, Pflanze und Unlichtschwäche. Dieses Lunastein. Schwierig. Wir haben ja hier drüben noch Pixie. Normal Pokémon. Pixie hat nur eine Kampfwäsche. Problem
Ich muss wirklich Hutsasser mitnehmen wegen Eugen. Kann ich jetzt schon sagen. Eugen wird eklig. Pixie bzw. Bammelin bzw. dann später Bolchlin oder wie man das ausspricht, muss ich auf jeden Fall noch ein paar gute Attacken geben. Wir werden auf jeden Fall nochmal zum Attackenerinnerer gehen und nochmal gucken. Oder nochmal zu den Move-Tutorials gehen, also die Attacken beibringen. Vielleicht finde ich hier oder da noch eine bestimmte Attacke. Ja, das wäre erstmal so mein Team. Obwohl, Moment mal. Ich werde es tatsächlich. Machen wir 3-3. Drei alte, drei neue. Tut mir leid, Lunastein. Du bist mir irgendwie doch dann doch zu fragil. Also, sieht's erstmal so aus, mein Team. Vielleicht wird sich hier oder da noch was ändern. Wenn wir zum Beispiel auf der Siegestraße Roselia finden, wird sich das direkt zu Roserade entwickeln und direkt noch vor der Pokémon-Liga mit ins Team nehmen gegen zu Hutsasa. Denn das ist selbst ja ein Pflanzegift-Pokémon und ich glaube, Roserade ist ein bisschen besser als Hutsasa. Vermute ich mal. Also, Tempo auf jeden Fall. Ah, schwierig. Pippi, wie gesagt, muss ich hochtrainieren. Bammelin muss ich nur hochtrainieren. Die anderen werde ich auch jetzt noch so Richtung 60 hochtrainieren. Und jedes einzelne Level, was ich mit dem Team zusammen hochlevel, sag ich mal jetzt, Nachtaha wird noch vor der Pokémon-Liga Level 62. Werde ich alle anderen Pokémon auch bis Level 62 trainieren, beziehungsweise per Sonderbonbon hochleveln. Würde ich so machen. Ich werde, wie gesagt, jetzt noch ein paar Items jetzt offscreen-mäßig geben, ein paar sinnvolle Items noch oder TMs beibringen, die Pokémon und meine Pokémon auf Level 60 hoch trainieren und dann nochmal die letzten paar Routen nochmal abklappern, da wo wir nochmal Kaskade brauchen, denn ihr habt gerade gesehen, ein Astrid, nein, das war ein Veteran, nur von Typ Käfer hat mich platt gemacht. Gefühlt. Also im letzten Paar ist. Heute sind einige gestorben. In den zwei Aufnahmen sind einige gestorben. 6 Pokémon. Ich hätte Nuzlocke fast verloren. Naja, was soll's. Wir haben es trotzdem noch überlebt. Wie gesagt, ich werde jetzt noch meine Pokémon trainieren auf 60 und dann war's das. Dann gehen wir auch Richtung Pokémon-Liga, beziehungsweise nochmal abklappern der Routen nochmal einzeln und nochmal die Pokémon dann vorstellen. Muss ich ja noch die Entwicklungen etc. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.